Recht herzlich willkommen zur 88. Folge von Simotrans. Ich habe ja letztens festgestellt, dass wir hier weiter ausbauen müssen. Dafür müssen wir jetzt erstmal eine Straße bauen. Beziehungsweise wir müssen auch das Gelände anheben. Machen wir so. Das muss hier hin. Und dann brauchen wir da die Straße. 50 Sachen reicht. Und kurz damit verbinden. Wunderbar. Bushaltestelle hin und alles ist gut. Passt. Gut, dann müssen wir da noch den Bus ändern. Gibt es überhaupt einen? Da gibt es noch gar keinen Bus. Noch besser, ne? Gut, dann müssen wir runter zum Dingens. Zum Depot, welches hier unten ist. Lupe ausrufen. Warte, die Leiste können wir zumachen. Und dann müssen wir da doch tatsächlich, das ist Eisenbahndepot, das ist aber das Straßenbahndepot, das ist verkehrt. Wo war das hier links, ne? Hinter der Kirche. Da ist es, genau. Und da brauchen wir dann den Bus und den müssen wir fahren lassen von A nach B, ne? Fahrplan. Von da nach da. Und da lassen wir den Moment stehen, denke ich. So, dann muss der nicht so oft fahren. Das ist neue Linie. Und die heißt Stadtbus Altenau. Den gibt es ja noch nicht, ne? Und dann sind wir da fertig und ja, das hat jetzt gut geklappt, ne? Aber wir nehmen jetzt den Stadtbus Altenau, starten den. Findet keinen Weg dahin. Wieso findet er keinen Weg dahin? Das muss mir nur einer erklären. Dann lass uns nochmal die Linie angucken. Ist nichts drin im Stadtbus Altenau? Adenau, okay, alles klar, deswegen geht's nicht. Ja, hat dann nicht geklappt. So. Das weg. Stadtbus. Na, fertig. So, und dann Stadtbus Altenau. Das war Adenau. Ah, da klappt jetzt irgendwie was nicht, ne? Da steht noch bestimmt, ah ne, da unten ist es. Und starten, jetzt klappt's. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Er ist jetzt hier unterwegs, oder? Sieht so aus. Dann sind wir da schon durch. Gehen wir über die Karte jetzt nach Radolfzell. Weil da haben wir auch noch eine Bushaltestelle, die wir noch machen müssen, ne? Und die ist hier. Gut. So, das. Und das. Und die muss dahin. Das heißt, die Straße da unten muss drei Felder weiter hoch. Und dann passt's. So, und dann haben wir einen Stadtbus hier, der da rumfährt. Dann müssen wir den ändern. Stadtbus Ronolfzell, der fährt auch plus ein. Sind sogar schon zwei drauf, auch schön. Und da machen wir jetzt Linie ändern. Und wie heißt denn der Markt? Konrad-Adenauer-Straße. Da geht's weiter.
Straße, Konrad-Adenauer-Straße. Ich glaube, wir müssen dahin. Und nee. Ah, da wechselt er gerade. So sieht's aus. Kommt vom Ostrathaus, fährt zum Dingens. Und okay, dann müssen wir das wirklich da einfügen. Fährt dann dahin. Eigenweg, dann zum Ostrathaus nicht, sondern er fährt wieder dahin. Kaisers, Ostdeutsches Rathaus, Konrad Adenauer, Lerchenweg, Konrad Adenauer, Ostdeutsches Rathaus. Jetzt passt's wieder. Gut. Erledigt. Schon Fahrgäste? Nein. So, er ist da oben schön am Fahren. Sehe jetzt gar nicht. Hat er angehalten? Weiß ich gar nicht. Habe jetzt nicht drauf geachtet, weil ich hier am Bauen war. Müssen wir uns dann mal gleich angucken, ob das geht oder nicht geht da oben. Fährt auch keiner mit. Er fährt jetzt zurück. Da oben. Gucken wir mal an. Fährt dahin und wartet. Das ist schon mal gut. Ja, das macht da oben einen guten Eindruck dann, ne? Da macht er nicht so viel Miese erstmal. Ist nur die Frage, wann jetzt Gäste da kommen. Obwohl, wenn ja einer einsteigt, dann hat er schon den 1% auf jeden Fall erreicht und dann geht's weiter. Passt. Hier unten steht schon einer. Okay. Jetzt müsste noch der Bus kommen, ne? Da oben wird gefahren ohne Gäste, weil die Zeit rum ist. Und unten ist jetzt hier beim Marktplatz der Bus. Da fährt jetzt weiter vor. Komm, den packen wir dahinter mal an. Ich sehe schon, der zweite Bus ist auch da. Nein, das macht dann auch nicht so viel Sinn, ne? Und beide haben 7 Fahrgäste dabei, beziehungsweise 8. Läuft, ne? So, er hat den aufgenommen. Das war jetzt nicht so sinnig dann. Dann machen wir hier gerade Fahrplan und fährt der andere ein Stück vor. Wo sich das dann irgendwann wieder von selber reinhaut. Das Weiterfahren, egal. Schwarz, schwarz, was willst du mehr, ne? Passt also auch. Läuft, wird angefahren. Hier oben fährt er auch. Läuft alles. Gut, soweit haben wir es geklärt. Dann wollten wir noch gucken, dass wir da oben wahrscheinlich dann jetzt doch die eine Linie, den einen Zug runternehmen. Ne? Gucken, hier kommt ja schon der erste angefahren, ne? Mit 43 Gästen, Fahrgästen. Und hier kommt der andere mit 12 Fahrgästen. Das bringt also nichts. Er kann 208, er kann auch 208. Er 12, darf nicht laden und dann geht's weiter. Wenn er dann gleich hier ist, wird er dann die Leute rauslassen und dann geht's ins Depot. Machen wir gerade schneller. Da ist er. Sub hat er keine und ab ins Depot. Alles erledigt. Gut, dann müssen wir gucken, wie es halt da mit der Linie wird. Er setzt schon fast die Hände, ne? Ja, da fährt er noch. 43 Gästen. Da fährt jetzt ein Schrottzug, oder? Ja, da ist der erste voll, gut. Weiß nur einer, ne? Der andere wartet noch, ne? Ja, der ist auch mit 3 Waggons erst voll. So, lass mal schneller laufen. Der hat das Depot erreicht. So, er ist da und nimmt 82 Gäste mit.
verfolgen wir jetzt und fahren dann rückwärts zurück. Also er fährt vorwärts, ne? Aber Retour. Und eben hat er 43 davon gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel er mitnimmt, ne? Das jetzt mehr sind. Da müsste man noch ein Gleis bauen, damit er in die Kurve nicht fahren muss, oder? Gucken wir erstmal rein. 82 steigen aus. 83 steigen ein, okay. Dann nehmen wir hier mal gerade das Gleis zur Hand. Machen das so, ne? Gut. Das kann zu. Wir verfolgen ihn wieder und lassen ihn mal schneller fahren. 83 eben oder 82 mitgenommen oder sowas. Also um die 80 sind es immer. Mal gucken, ob das jetzt auch so ist. Da kommt er jetzt an. Und hat er noch 25 mitzunehmen. Das sind nicht viel. Waren aber schon mal vorhin irgendwann 12 bei dem anderen, ne? Ja, gucken wir mal gerade hier. Ins Städtchen. Läuft. Über die Karte bitte einmal. Floto. Ist abgedeckt. Waldeck ist noch abgedeckt. Sonderhausen hat wieder Winter. Ist aber auch noch voll abgedeckt. Lauter ist nicht abgedeckt. Bedeutet, da muss man was ausbauen. Da kriegt die innerstädtische Route noch eine Bushaltestelle dazu. Da. Und der muss links rüber. Also hier rein. Glaube, da ist richtig, ne? So, Bushaltestelle dahin, dann passt's, ne? Sieht gut aus, oder? Ja. So ist dann abgedeckt. Dann Stadtbus. Lauter auswählen, einen drüber, Linie ändern und der fährt Sonnenstraße. Die haben wir hier. Von da aus. Kommt er vom Rathaus, fährt da lang und dann da lang. Gut. Das heißt, einfügen dort. Transporterländer, okay. Asimovsweg ist dann da und dann zum Schloss. Und vom Schloss fährt er zurück. Ich glaube, das lassen wir aber erstmal mit einmal. Das reicht. So, dann haben wir die Linie auch. Hier sind immer noch 25 drin. Jetzt Sonderhausen hatten wir. Dann gehen wir nach Döbeln und gucken, ob in Döbeln noch was erweitert ist. Nö. Radolfzell kennen wir schon. Na, da waren wir gerade. Da war ja hier oben was erweitert. Da, gut. Wenn wir schon hier sind, können wir mal reingucken. Da wartet auch einer. Super. Adenauer. Hatten wir letztes Mal das Gymnasium? War ein Gymnasium, ne, oder? Ja. Gesehen. Ist aber alles abgedeckt. Und dann gucken wir hier oben nochmal rein. Niemand da. Okay, da wird sich's dann mit der Zeit wohl ergeben. Ich glaube, das ist schon ein bisschen hier am Wachsen, ne, oder? Die Stadt wird auf jeden Fall größer. Wollen wir nur ins Rathaus gucken, ne? Dann sieht man das ja, ne?
Wie? 6, ach ja, klar, ansteigen nach links. Okay, passt. Wollte gerade sagen, ne? Wird die Stadt kleiner? Nein, wird sie nicht. Wenn wir hier schon in Altenau gerade geguckt haben, müssen wir natürlich einmal noch nach Hardexen rüberschauen. Und da ist nichts. Gut, dann haben wir das alles abgedeckt. Wir können gerade nochmal die Stadtliste, die, nein, das war falsch. Die Stadtliste wollte ich gerade angucken. Einwohner, Döbeln, 558. Altenau 609. Riedenburg 616. Hardexen 696. Waldeck 739. Radolfzell 811. Oh, ich hätte gedacht, die wären größer. Sonnhausen 821. Adenau 828. Flotow 906. Und Lauter hat 958. Lauter ist der größte Ort. Okay. Dann gucken wir da mal gerade rein. Tatsächlich, das ist das Größte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Flächig, ja, aber sonst. Gut, okay. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.